Ja, wir stehen hier heute an der Elbe, am Elbkanal, mit einem schönen Gespann hier zu meiner Rechten, zu Ihrer Linken. Wir haben erstmal als Zugfahrzeug das neue Tirok Cabriolet von Volkswagen hier als Airline-Ausstattung-Ausführung. Es gibt es ja als Style und als Airline hier zu bestellen, gerade hier in Pure White mit diesen schönen schwarzfarbenen Chromakzenten. Hier vorne sieht schön sportlich aus. Unter der Haube vorne, das kennen wir auch schon, den 1,5 Liter Vierzylinder-Motor mit 150 PS gekoppelt ist dieses Auto. Man kann es ja wahlweise immer bestellen mit DSG-Getriebe und mit Handschaltgetriebe. Können wir hier dieses Auto fahren. Das Auto hier hat das 6-Gang-Handschaltgetriebe an Bord und kostet so ein bisschen über 30.000 Euro im Einstiegspreis. Hier mit dieser Ausstattung, die wir hier drin haben, mit Airline-Paket, auch Airline-Interieur-Ausstattung, da haben wir dann deutlich so an die 40.000 Euro, gerade auch mit den großen Felgen hier an der Seite. Und ja, das Interieur, das sieht richtig schön aus. Es passt auch gut zu diesem Fahrzeug. Aber was viel wichtiger ist, neben diesem kleinen Flügelchen hier, neben dieser kleinen Abrisskante am Heck und dem schönen Interieur und dem offenen Feeling, einfach hier gerade bei Frühlingstemperaturen, ist dieser Wohnanhänger hier rechts. Das ist der Tab von Knaus Tabbert, eine Untermarke. Hier sieht man nochmal das Logo, ist ganz witzig gemacht mit diesem Ad-Zeichen da drin. Wir haben ihn in einer speziellen Ausführung, in einer Offroad-Ausführung. Das heißt, dieser Wohnanhänger mit dieser Schlingerkupplung hier von Alco, das ist optional, alles kostet ein paar hundert Euro nochmal dazu. Da haben wir einen Preis, wie er hier steht, von ja, 18.000, 19.000 Euro in der Basisversion. Wenn wir es nicht als Offroad haben, dann haben wir auch nicht die Felgen da an Bord, an der Seite, sondern dann haben wir eine ganz normale Basisversion und dann haben wir so 11.000, 12.000, knapp 12.000 Euro in der Grundversion. Das Tolle aber an diesem Hänger ist hier, er wiegt leer 650 Kilogramm. Klar, je nach Einbau, wir werden gleich auch noch reinschauen, je nach Einbau, was man reinmacht, Kühlschrank, Klimaanlage, nochmal spezielle Ausstattung, man kennt es ja auch von der Automobilwelt, können wir hier nochmal mit dem Gewicht natürlich deutlich höher kommen und bleiben natürlich nicht bei den 650 Kilo Leergewicht. Zumal hier vorne gibt es noch die Möglichkeit, Gasflaschen einzusetzen, natürlich für die ganze Stromversorgung und für die gesamte, für die Herdplatten, die noch drin sind, können wir zweimal 5 Kilo Flaschen reinlegen, genau. Und dann haben wir auch den Anhänger versorgt mit entsprechend Gas hier vorne. Also keine 11 Kilo Flaschen, sondern hier ist eben alles etwas kleiner. 2x5 Kilo. Ja, genau. Und hier habe ich schon gesagt, die Schlingerkupplung, die ist wichtig. Das werden wir noch beim Fahren sehen, wenn wir wieder zurückfahren hier von Hamburg, Blankenese, auch auf Autobahn. Der Anhänger ist auf eine 100 km/h zugelassen. Macht so eine Schlingerkupplung natürlich das Fahren deutlich ruhiger und damit angenehmer. Ja, wenden wir uns mal an den Wohnanhänger hier. Wenn ich jetzt mal reinschaue, klar, alles natürlich abschließbar. Oh, jetzt fallen mir die Schlüssel schon runter, das ist nicht gut. Alles abschließbar und sehr, sehr klein und sehr, sehr süß. Also perfekt fürs Campen hier auch gerade mal unterwegs. Natürlich hier nicht mitten auf der Straße, wie wir hier stehen im Wohngebiet, sondern auch mal ein bisschen abseits. Aber da macht das Ganze natürlich sehr, sehr viel Spaß. Gerade auch, wenn wir reingucken. Also mit zwei Herdplatten und einem schönen Kippfenster hier an der Seite. Da kann man sich schon sehr, sehr wohlfühlen. Auch der Tisch, der dann zum Bett umfunktioniert wird. Das Ganze, der ganze Anhänger hat hier eine Breite von 2,01 Meter und eine nutzbare Länge von 3,40 Meter. Das merkt man auch hier innen. Da kann man wirklich ordentlich was mit anfangen. Wie ich schon eingangs gesagt habe, gibt es hier nicht nur praktische und viele kleine Schubladen. Das täuscht am Anfang von außen, wenn man den Wohnanhänger sieht, dann denkt man, oh, so groß ist er gar nicht. Aber von hier innen drin, da kann man schon auf jeden Fall was mit anfangen. Wir haben hier einen Kühlschrank, der kostet nochmal ein Tausender. Wenn man hier eine Klimaanlage einbauen will, dann kann man die hier unten einbauen in diese Schränke. Dann sind wir bei 2.000 Euro nochmal los. Also haben wir schon mal 3.000 Euro für Klimaanlage und Kühlschrank und weitere Ausstattungsmöglichkeiten mit Polstermöbel, die ganzen Stoffe und so und dann nochmal ein Fliegenschutzgitter, Mückenschutzgitter, Vorhänge. Das alles, das kostet natürlich nochmal extra und dann macht es natürlich diesen Preis von rund ja, 18, 19, 20.000 Euro kann man kommen. Und dann erhöht es sich natürlich auch mit dem Gewicht. Dann sind wir auch irgendwann mal bei über
über 750, über 780 Kilo. Und dann geht es mit dem normalen Führerschein, mit dem B-Führerschein dann natürlich irgendwann nicht mehr. Gerade wenn man dann auch hier auch nochmal alles beladen hat, auch Fahrräder hinten drauf, werden wir auch mal gleich angucken, was man da alles montieren kann. Dann braucht man auf jeden Fall den BE-Führerschein. Ja, hier nochmal ein paar Luken, auch hier zu öffnende Fenster. Überall Lichtschalter, überall Licht, das ist echt durchdacht, dieses kleine Ding. Und auch Steckdosen, da gibt es auch nochmal 12-Volt-Pakete, 12-Volt-Steckdosen-Pakete und USB-Anschlüsse und so weiter. Alles optional dazu buchbar. Klar, kennen wir ja von der Automobilindustrie, aber zumindest hat man hier die Möglichkeit, das alles zu konfigurieren und das ganze Ding so gemütlich zu machen, wie es eben nur geht. Also das ist schon sehr, sehr schön. Auch hier oben praktische Einrichtungen zum Spannen von Gegenständen oder Kleidern, alles hier reinzuspannen und reinzustellen, reinzulegen. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut, obwohl ich ja bekanntermaßen gar kein Camper bin. Genau, Laminatboden. Hier unten robust und trotzdem sieht das Ganze gut aus. Man kann auch sich ordentlich drin bewegen. Genau, wenn wir jetzt mal hier an der Seite schauen, das sind die Felgen, die ich angesprochen habe, Bestandteil dieses Offroad-Trailers. Noch eine ganz kleine Abstell, noch eine ganz kleine Möglichkeit hier, kann ich auch noch mal zeigen. Also auf jeden Fall, da können wir mal kurz reingucken, auch noch mal Staumöglichkeiten. Das ist ein bisschen blöd gemacht mit diesen beiden Druckknöpfen. Noch eine Kabeltrommel an Bord und da können wir hier noch mal längere Gegenstände hier darunter verstauen. Gar nicht so schlecht für die Sachen, die man wirklich nicht ins Interieur, also in den Innenraum mitnehmen will, mitbringen will, da noch mal reinzutun. Ja, und dann ist praktisch und schön, wie es aussieht, hier LED-Rückleuchten. Das sieht nicht nur cool aus, sondern ist natürlich auch hell und auch für die Sicherheit sehr gut. Und hier können wir ganz viele verschiedene, die Dinger, die klappern ein bisschen, aber wir können ganz viele verschiedene Aufsätze noch dazu buchen zu diesem Wohnanhänger. Kann man noch einen Fahrrad-Gepäckträger dazu buchen. Da können wir hier die Box dazu buchen. Da gibt es unzählige Möglichkeiten, noch dieses Teil hier auszustatten. So praxistauglich, wie man es eben möchte.